Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Israel Adesanya und Alex Pereira gehen in die zweite Runde. Am 8. April 2023 bei der UFC 287 treten die Erzfeinde erneut gegeneinander an. Einerseits wird Adesanya dafür gelobt, ein weiteres Mal gegen Pereira anzutreten, andererseits kritisiert nach der kürzlichen Niederlage erneut gegen Pereira ins Oktagon zu steigen. Die Vorbereitungszeit ist kurz. Die Zeit der Verarbeitung der Niederlage ist einfach zu kurz. Eine mögliche Gefahr, wieder von Pereira ausgeschaltet zu werden, ist einfach viel zu hoch. Adesanya wird die Niederlage des letzten Kampfes während der UFC 287 nachhängen und einschränken. Unabhängig davon, wie selbstbewusst der Auftritt, Adesanya konnte Pereira in ihrem ersten UFC-Kampf zwar zum Wackeln bringen, allerdings die Sache nicht zu Ende bringen. Es darf nicht vergessen werden, dass die UFC 287 Pereiras erste Titelverteidigung sein wird. Und ganz ehrlich, ihr denkt doch nicht wirklich, dass Pereira im Kampf schleifen Adesanya Möglichkeiten geben wird. Ich denke zwar, dass Adesanya es schaffen wird und es auf jeden Fall, Pereira wieder zum Wackeln zu bringen, ihn aber schlafen legt, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht bei dem Hunger, den Pereira gerade hat. Adesanya hat insgesamt 3 Kämpfe gegen Pereira verloren. 2 im Kickboxen, 1 in der UFC und mal ehrlich, ja, wer es als sozusagen MMA-Neuling wie Alex Pereira schafft, ein Israel Adesanya in ihrem ersten Aufeinandertreffen zu neutralisieren, desjenigen, der 3 Jahre den Titel Mittelgewicht halten und 5-mal verteidigen konnte, wird wohl kaum Angst und Sorge haben, das wieder zu schaffen. Es gibt bestimmt Israel Adesanya-Fans, die es nicht hören wollen, aber Adesanya hat Angst vor Pereira und den derzeit einzigen Punkt, den ich Adesanya zusprechen kann, indem er Pereira schlägt, sind seine affigen, peinlichen Walk-ins ins Octagon. Adesanya wird zwar als Favorit gewertet, Pereira als Außenseiter, das wird aber am Bekanntheitsgrad liegen und nicht daran, dass Adesanya tatsächlich der Stärkere von beiden ist. Ich zumindest habe Izzy im ersten Kampf nicht als dominant empfunden. Facts: Alex Pereira liegt prozentual höher als Israel Adesanya. 58% gehen an Pereira, 42% an Adesanya. Pereiras Reach 200 cm, Adesanyas Reach 203 cm. Die Körpergröße bei beiden beträgt 1,93 m, beide treten also auf Augenhöhe an. Die Reach wird keine Rolle spielen. Timing, Aggressivität, Schnelligkeit wird ab Beginn der ersten Runde darüber Aussagen werden, den Kampf über die nächsten Runden führen wird. Eines dürfte auf jeden Fall sicher sein: Israel Adesanya wird es extrem schwer haben, mental eisern zu bleiben. Dadurch resultiert also ein verdammt großes Plus für Pereira. Prediction: Alex Pereira, Sieg via TKO Punches zur Mitte der zweiten Runde oder via Headkick anschließende Punches, die zum KO führen.